jetzt geht's los. Sind zwar noch nicht alle da, aber ich möchte Sie dann trotzdem ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Achim Kaiser, ich bin der Leiter der Polizeidirektion Baden-Frankenberg, der Ort, wo das heute ausgerichtet wird, dieses Testtraining und dieses Kennenlernen. Ich möchte Sie zu dieser Veranstaltung ganz herzlich begrüßen. Die steht unter dem Motto Cops for Future. Die Anwesenden werden sich danach einmal gleich selbst vorstellen und auch den Ablauf des Programms, aber ich möchte Ihnen noch einfach mal ein paar nette Worte mit auf den Weg geben. Cops for Future, da steckt ja drin nicht nur Polizist, sondern eben auch Zukunft. Vielleicht werden Sie sich irgendwann später mal an diesen Tag erinnern, wo Sie dann irgendwo bei der Polizei gesessen haben, die für sich die Entscheidung getroffen haben, in diesem Beruf möchte ich weiterarbeiten. Denn der Polizeibeamte, das ist kein Job, sondern das ist ein Beruf. Ein Beruf kommt von Berufen. Und es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft und natürlich auch um die Zukunft der hessischen Polizei. Wir haben ja dazu einleiten, hier auszubilden, deutschlandweit mit am besten bezahlt. Wir sind nicht nur ein sicherer Arbeitgeber, wir sind auch krisensicher. Man könnte auch sagen, mit jeder Krise wird es sicherer. Aber mal ohne Flachs, an der Stelle, den Beruf des Polizeibeamten, ich übe ihn schon relativ lange aus. Und ich würde jederzeit und jeden Tag wieder genau diese Entscheidung treffen, würde mich für diesen Beruf entscheiden. Die Bedeutung ist gerade klar geworden, wie der Herr Kaiser gesagt hat. Und wir suchen wirklich junge, motivierte Menschen, die daran arbeiten, die Zukunft der Polizei letztendlich zu sichern. Und dazu wollen wir heute einen großen Beitrag leisten. Mein Name ist schon vorgestellt worden, ich heiße Jörg Demmer, bin hier Einstellungsberater bei der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg. Wer nicht ganz genau weiß, wer von außerhalb kommt, wir haben hier vorne extra eine Karte hingehangen. Also da kann man mal sehen, das ist der Landkreis, er ist auch der größte Landkreis in Hessen. Waldeck-Frankenberg und er hat 4 Polizeistationen und das ist Korbach, Frankenberg, Bad Wildung und Bad Ahrhäusen. Nur, dass wir mal ganz kurz den Landkreis vorgestellt haben. Wir wollen hier heute auch nicht ganz lange mit Vorreden verbringen, sondern ich möchte euch nur ganz kurz noch etwas zur Polizei sagen, insbesondere, wo ihr vielleicht auch noch gewisse Informationen auf unserer Internetseite finden könnt. Das habe ich hier mal per PowerPoint angeheftet, aber hier vorne steht auch noch mal was anderes. Ein Beruf mit vielen Perspektiven. Und wenn ich eine Einstellungsberatung mache, und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, wer wirklich Interesse hat und wer vielleicht im Anschluss an diese Veranstaltung dann sagt, jawohl, das ist wirklich das Richtige für mich, dann sollte er sich mit mir in Verbindung setzen. Oder wer aus dem Kassler-Bereich ist, natürlich mit der Frau Winter, die auch Einstellungsberaterin ist, genau. Und dann machen wir einen schönen Beratungstermin mit euch, erzählen euch natürlich nochmal viel mehr über das, was die Polizei zu bieten hat, was ich vielleicht auch verdiene, wo ich vielleicht alles landen kann. Könnt ihr euch vorstellen, dass das sinnvoll ist, so ein Schuh? Man kann ja das Modell rausfinden. Ja, aber das sind meistens Massenmodelle. Hier ja. Sind aber Größe und Gewicht von Meter vielleicht. Ja. Abdrücke. Nö, da ist mitten vorne drin ein Pinsel. Bitte? Kommt die Post. Irgendwann kommt der Brief, ja, von der Bußgeldbehörde, Ordnungswidrigkeitenverstoß, und dann denkt man, oh Gott, na, da ist die Wegelagerei, da haben sie mich wieder. Ne? Polizei, oder es kommt auch Police, ja, in Englisch,